Verzweifelter Hilferuf in der Post. 4 Jahre Verfahrensdauer ohne Ergebnis. Unser Expertentipp. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de, verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Der Sachverhalt in aller Kürze. Die Dame stellte im Januar 2019 den ersten Rentenantrag Erwerbsminderungsrente. Sehr schnell kam die Ablehnung im März durch die deutsche Rentenversicherung. Im April legte sie Widerspruch ein. Im Herbst kam es zum ablehnenden Widerspruchsbescheid. Im November legte sie fristwahrend Klage beim zuständigen Sozialgericht ein. Juristisch wurde sie zu diesem Zeitpunkt begleitet durch den DGB-Rechtsschutz. Es kam zu 2 gerichtlich angeordneten Gutachten, Orthopädie, Psychiatrie. Allerdings mit dem Ergebnis, dass die Leistungsfähigkeit über 6 Stunden für den allgemeinen Arbeitsmarkt beträgt. Daraufhin zog sie im Sommer 2021 die Klage zurück. In diesem Zeitraum 2021-2022 kam es zu weiteren gesundheitlichen Verschlimmerungen im orthopädischen und psychiatrischen Bereich, sodass sie dann im Frühjahr 2022 den 2. Rentenantrag stellte. Ergebnis: 2. Ablehnung im Herbst 2022. Sie stellte den 2. Widerspruch im Oktober 2022. Die DAV bestätigte auch den Eingang dieses Widerspruchs. Allerdings erhielt sie bis Juni 2023 keine Antwort von der Rentenversicherung. Sie erreichte auch niemand dort. Ja, niemand konnte ihr weiterhelfen. Wenn sie niemand erreichte, konnte auch keiner weiterhelfen. Mit der Post wandte sich die Versicherte verzweifelt an uns, weil sie schlichtweg einfach gar nicht mehr weiter hat. So eine lange Verfahrensdauer muss allerdings nicht sein. Ja, unser Expertentipp: bitte sofortige Dienstaufsichtsbeschwerde bei der deutschen Rentenversicherung einlegen. Zögern Sie da nicht, weil es eine Behörde ist. Bitte schnell handeln. Denn steht im Gesetz, nach 3 Monaten muss im Verfahren irgendwas passieren. Darum, 2. Expertentipp: bitte, unsere Bitte nochmal, vor dem Verwaltungsverfahren Erwerbsminderungsrente bitte einen spezialisierten Rentenberater oder Rechtsanwalt in Ihrer Nähe suchen. Schreiben Sie auch gerne an mich, Frank Weise, eine Mail: anfrage@rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen und sich bei uns informieren. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.